So, diejenigen, die schon hier sind, herzlich willkommen. Ich habe gerade noch mal irgendwie auf dem kurzen Weg gehört, es gab für den einen oder anderen eine Schwierigkeit, hierher zu kommen. Das könnte bedeuten, der ein oder andere wird vielleicht nachher dann immer noch mal eintrudeln. Davon wollen wir uns aber nicht irritieren lassen. Das Ganze ist ja hier auch im Plus. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Marc Langebeck vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Reporter, Moderator bei Brandenburg aktuell, bin aber auch noch immer im Kinderkanal tätig, zum Beispiel für das Kinder- und Jugendliteraturmagazin Quergelesen, auch vom RBB produziert. So viel zu meiner Person. Jetzt also herzlich willkommen hier in der Filmuniversität, ja mittlerweile Konrad Wolf, zur mittlerweile auch dritten Netzwerktagung der Initiative Medienkompetenz stärkt Brandenburg. Und ich kann mich noch daran erinnern, als wir das erste Mal dann hier saßen, war auch am Schluss in der Podiumsdiskussion, die fand ja noch hier damals statt, die Frage, ja, wird das jetzt so eine Eintagsfliege? Also es ist mittlerweile das dritte Mal, das heißt mittelfristig kann man also hier schon von einem Erfolg sprechen. Partizipation hat Methode, so ist es diesmal überschrieben. Naja, Partizipation, finde ich zumindest, ist ja eins der schillerndsten Schlagworte in Verbindung mit dem Internet der letzten Jahre. Ja, Netzoptimisten sind immer noch davon ausgegangen, das Internet als Medium der Selbstorganisation von Gesellschaft, als neues Betriebssystem. Die Piraten sind ja ihrer Zeit auch mal damit angetreten, ein solches Betriebssystem zu integrieren. Jetzt wissen wir ja spätestens seit dem letzten Jahr, was wir eigentlich schon immer ahnten, das Internetland ist abgebrannt oder wie Sascha Lobo gesagt hat, das Internet ist kaputt. Snowden, die Entdeckung, dass wir tatsächlich massiv überwacht werden. Und natürlich auch schon vielleicht vorher schleichend durch große Internetkonzerne in einen Big Data Orkan gekommen sind. Das haben wir eigentlich schon geahnt, das haben wir also jetzt bestätigt bekommen. Es ist also nicht einfach, die Partizipation als solche wirklich mit dem Netzoptimismus noch zu verbinden. In dem Fall brauchen wir also, wie ich finde, dann auch das zweite Schlagwort. Partizipation hat Methode, mit anderen Worten, die Partizipation, die will gelernt sein. Aber ich denke mal, vielleicht gehen Sie da mit mir mit. Medienkompetenz müsste auch mehr sein als ein technisch-rechtliches Know-how. Also es geht nicht nur um die Skills, wie man sicher durchs Netz surft. Denn, zumindest ist es meine Meinung, Partizipation erschöpft sich eben nicht im Liken, im Anklicken von gefällt mir oder gefällt mir nicht, im Posten seines Mittagessens oder im Teilen des neuesten Selfies. Das, finde ich, ist nur eine Scheinpartizipation. Aber vielleicht ist dieser Begriff auch ein bisschen überbeladen und mit einer sehr großen Erwartungshaltung auch daran gegangen worden. Ich denke mal, im Laufe des Tages werden wir vielleicht dann mehr wissen, was Partizipation im Netz sein kann und wo vielleicht auch die Unterschiede zwischen den sogenannten Digital Natives, über die wir hier hauptsächlich dann reden werden, und vielleicht uns als Digital Immigrants, die wir erst noch dieses sogenannte Neuland betreten haben, im Laufe unserer Erwachsenenzeit, was da die Unterschiede sind. In diesem Sinne herzlich willkommen zur dritten Netzwerktagung. Und jetzt begrüße Sie an dieser Stelle die Gastgeberin hier in der Filmuniversität. Begrüßen Sie auch mit einem Applaus die Präsidentin der Uni, Professor Dr. Susanne Stürmer. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank, Herr Langebeck, für die freundliche Begrüßung. Ich begrüße Sie ganz herzlich, liebe Frau Romanowski-Sühl, lieber Herr Dr. Kaden, liebe Gäste zur Netzwerktagung Medienkompetenz in Brandenburg. Das ist jetzt schon das zweite Mal, dass ich Sie begrüßen darf. Das erste Mal war ganz zu Beginn meiner Amtszeit hier an der Hochschule und wir haben es schon gehört, die Hochschule hat sich in diesem Jahr verändert und begrüßt Sie jetzt als Filmuniversität, als erste und einzige Filmuniversität in Deutschland. Darauf sind wir stolz. Dankeschön. Darauf sind wir stolz. Ganz kurz, was haben wir uns dabei gedacht? Das sage ich Ihnen deswegen, weil das auch tatsächlich mit den Inhalten Ihrer Tagung zu tun hat. Was haben wir uns dabei gedacht? Nämlich um das, was hier im Kern gelehrt wird und mit aller Leidenschaft gelehrt wird, nämlich Filme machen, Kreativität entwickeln und in Film zu bannen, geht es uns auch immer um das Forschen rund um das Thema Film. Film im Speziellen und Medien im Allgemeinen sind wichtig für unsere Gesellschaft. Es gibt viel zu reflektieren rund um die Medien, rund um den Film. Im Zeitalter der Digitalisierung bleibt kein Stein auf dem anderen. Und das ist etwas, was wir hier an der Filmuniversität systematisch tun, nämlich forschen rund um Fragen des Films, rund um Fragen der Medien.
Wir haben viele Forschungsaktivitäten auch im letzten Jahr gestärkt und intensiviert. Es geht auch immer um medienwissenschaftliche Forschung. Es geht auch immer um Fragen der Medienkompetenz. Wir haben Leuchtturmprojekte in dem Bereich. Was schon ein Klassiker ist fast, ist unsere Kinderfilmuniversität, in der es natürlich auch darum geht, mit Medien umzugehen, mit Filmen umzugehen, medienkompetent zu benutzen. Wir haben eine DVD-ROM herausgebracht, ein Projekt, was wir zusammen mit der Bundeszentrale für politische Bildung und der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen entwickelt haben, was auch ausgezeichnet ist auf europäischer Ebene mit dem Erasmus Euro Media Award in 2014. Also alles das so ein paar Schlagworte im Zusammenhang mit dem, was Sie hier auch in diesem Tag beschäftigen wird, nämlich Medienkompetenz, Digitalisierung, Veränderung der Medien. Ich finde, das Thema, was Sie dieses Mal gewählt haben, Partizipation, ist es einerseits ein Schlagwort, andererseits ist es das auch deswegen, weil es eben so ganz besonders relevant ist, wie kann man auch über die neuen Medien Teilhabe haben, Teilhabe nehmen an gesellschaftlichen Entwicklungen. Ich habe, um es ganz kurz persönlich zu machen, in den letzten Jahren eines meiner Herzensprojekte war eine Plattform, eine Online-Plattform, da ging es darum, bildungsferne Jugendliche für Politik zu interessieren. Und das war insofern ein Herzensprojekt, weil ich dieses Anliegen so besonders wichtig fand. Und es war auch deswegen ein Herzensprojekt, weil es so faszinierend war, wie in der relativ kurzen Projektzeit, eine Projektzeit von 5 Jahren, ein Projekt, was ich in meiner alten Firma der UFA gemacht habe, finanziert durch die Robert-Bosch-Stiftung, in dieser relativ kurzen Projektzeit, 5 Jahre Finanzierung, so richtig arbeitet man dann vielleicht 4. Und dieses Projekt hat sich drastisch verändert, alleine in diesen 4 Jahren, von einer Online-Plattform, von der wir gedacht haben, naja, da kommen die Jugendlichen drauf, wir produzieren Inhalte und dann läuft das schon, hat es sich entwickelt zu was völlig anderem, nämlich es hat keine Plattform mehr, es sind nur noch Social-Media-Projekte im Netz, es sind hauptsächlich Kooperationen mit YouTubern. Also ich sag mal, in 4 Jahren, was in der klassischen Medienwelt eine relativ kurze Zeit ist, wenn Sie sich vorstellen, dass man an Filmprojekten durchaus 1, 2, 3 Jahre sitzt. Also in diesem Falle ein Projekt, was sich in diesem Projektzeitraum 180 Grad verändert hat, was gut ist, was aber auch zeigt, wie sehr man an so einem Thema wirklich dranbleiben muss, wie man permanent die Entwicklung der Medien verstehen muss, wie man permanent verstehen muss, wie Medien mit Menschen interagieren. Also insofern kann ich, und deswegen hatte ich es eingeflochten, aus dieser persönlichen Erfahrung sagen, Sie haben ein ganz wichtiges Thema vor sich, eins, was man heute bespricht und im halben Jahr guckt man vielleicht schon anders drauf. Insofern begrüße ich es auch sehr, dass Sie inzwischen zum 3. Mal hier sitzen. Diese Art von Diskussion lebt von der Kontinuität. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine sehr erfolgreiche, sehr lebendige, sehr partizipative Veranstaltung. Freue mich, dass Sie wieder bei uns im Hause sind. Freue mich, wenn wir auch weiter diese Tradition pflegen, dass Sie zu uns ins Haus kommen, und wünsche Ihnen einen ganz ertragreichen Tag. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Professor Schürmann. Ja, diese Veranstaltung wird getragen, Sie sehen es ja hier, unter anderem vom Land, also in Institutionen des Bildungsministeriums, der Medienanstalt Berlin-Brandenburg und auch des Landesfachverbands Medienbildung Brandenburg. Und dementsprechend auch ein guter Bekannter hier sozusagen schon bei der Netzwerktagung. Er ist der Referent für Bildungsmedien. Begrüßen Sie aus dem Bildungsministerium Dr. Michael Kaden. Schönen guten Tag. Ja, vielen Dank. Eigentlich hätte ja Herr Baske, der neue Minister für Bildung und Jugend, hier stehen sollen. Er ist im Landtag, es ist parallel die Regierungserklärung. Ich denke, das ist verständlich. Deshalb bin ich jetzt heute hier und halte das Grußwort, das 3. in der Reihe. 2 habe ich für Kollegen geschrieben. Frau Dr. Münch hat das 1. gehalten, Frau Schäfer das 2. Und jetzt liegt es an mir, das Grußwort heute selbst zu halten. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur 3. Netzwerktagung, und bei diesen beiden ersten Grußworten wurde immer auf die wachsende Bedeutung der Medienkompetenz verwiesen. Das möchte ich diesmal auch tun, aber an einem konkreten Beispiel. Wie Sie wissen, neue Landesregierung, es gibt einen Koalitionsvertrag, und wenn man sich den genau anguckt, nicht unbedingt da, wo Bildung draufsteht, sondern eher weiter hinten da, wo Netzpolitik drüber steht, da findet man auch interessante Aussagen zum Stellenwert von Medienbildung im Land Brandenburg. Die Vereinbarung steht unter dem Motto sicher, selbstbewusst und solidarisch, Brandenburgs Aufbruch vollenden. Und dort ist auf Seite 65, ich zitiere jetzt, zu lesen,
Die digitalen Medien, insbesondere das Internet, eröffnen für Bürgerinnen und Bürger neue Informations- und Mitwirkungsmöglichkeiten. Die Koalition will verstärkt die Potenziale des Internets nutzen, um für die Bürgerinnen und Bürger mehr Mitgestaltung zu gewährleisten, neue Zugänge zur Demokratie zu ermöglichen und die Teilhabe an Wissen zu stärken. Die vielfältigen Potenziale des Internets können aber gleichzeitig mit völlig neuen Möglichkeiten der Verletzung von Persönlichkeitsrechten durch Unternehmen und staatliche Einrichtungen einhergehen. Eine Seite weiter wird es dann noch expliziter, auch auf diese Tagung, sozusagen fast ein Motto für diese Tagung: Medienbildung ist nicht nur als schulisches Problem oder als schulische Herausforderung zu begreifen, sondern als generationsübergreifende Gesellschaftsaufgabe. Medienbildung hat unter anderem die Aufgabe, den einzelnen Bürger und die einzelne Bürgerin dazu zu befähigen, verbraucher- und datenschutzrechtlich adäquat seine Interessen verantwortungsvoll wahrnehmen zu können. Verbraucher- und Datenschutz in der digitalen Gesellschaft hängen eng mit der Stärkung individueller Medienkompetenz zusammen. Soweit die aktuellen Zitate. Ich denke, gerade vor diesem Hintergrund ist es auch folgerichtig, dass sich die Netzwerktagung die Überschrift Partizipation hat Methode gegeben hat in diesem Jahr. Die Veranstaltung reiht sich damit auch in die Reihe von weiteren Angeboten zur Diskussion ein, die 2014 im Jahr der Partizipation im Land umgesetzt worden sind. Dass die Bemühungen zur Förderung von Partizipation nicht erfolglos waren, sieht man auch im Jahr der Partizipation, dass bei den vergangenen Landtagswahlen die Zielgruppe, die erstmalig wählen durfte, nämlich die 16- bis 17-Jährigen bundesweit in einem Flächenland die Premiere, eine relativ, man muss sagen, relativ hohe Wahlbeteiligung an den Tag gelegt hat. Letzte Woche hat das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg die entsprechenden Zahlen bekannt gegeben. 41,5% der Erstwähler 16 bis 17 Jahre haben an den Landtagswahlen 2014 in Brandenburg teilgenommen. Die Wahlbeteiligung bei den etwas Älteren sinkt dann deutlich ab. Bei den 18- bis 20-Jährigen sind es nur noch 34% und bei den 21- bis 24-Jährigen sogar nur 26,2%. Sie werden sich erinnern, die Wahlbeteiligung insgesamt war auch unterdurchschnittlich bei 48,5%. Der Minister, der heute nun leider nicht hier sein kann, hat letzte Woche das Ganze nochmal kommentiert. Das will ich auch nochmal Ihnen zur Kenntnis geben. Er hat das wie folgt eingeschätzt: Insgesamt ist die Wahlbeteiligung zu gering. Gute Politik muss dazu beitragen, dass die Menschen Lust haben, sich zu beteiligen und wählen zu gehen. Die aktuellen Zahlen belegen jedoch, dass die Einführung des Wahlalters 16 richtig war. Junge Menschen wollen mitbestimmen, wie unser Land künftig aussehen soll und wollen direkten Einfluss auf Politik und Gesellschaft nehmen. In diesem Sinne freue ich mich, dass die Veranstalter der Netzwerktagung eben auch diesen Impuls geben wollen, nämlich Medienbildung und demokratische Jugendbeteiligung enger miteinander zu verknüpfen. Mit der Organisationsform Barcamp, die heute erstmalig hier ausprobiert werden soll, hat sich die Netzwerktagung auch methodisch in Neuland vorgewagt. Ich bin gespannt, wie dieses Format hier in dem Rahmen funktionieren wird und bin auch gerne bereit, mich aktiv an diesem Barcamp dann heute Nachmittag zu beteiligen. Abschließend für dieses Grußwort als Vertreter der Schulabteilung möchte ich noch zwei Schlaglichter in Sachen Partizipation setzen. Das erste bezieht sich auf eine Neuerung, mit der Sie bald die Möglichkeit haben, sich auseinanderzusetzen. Es wird nämlich ein Basiscurriculum Medienbildung im Land Brandenburg und in Berlin geben. Es ist im Kontext der Neu- und Weiterentwicklung von Rahmenlehrplänen in der Grundschule und Sekundarstufe 1, also von den Jahrgangsstufen 1 bis 10 durchgängig entwickelt worden. Und jetzt kommt das partizipative Moment. Ab Dezember stehen diese Entwürfe im Internet über den Bildungsserver Berlin-Brandenburg abrufbar.
Und Sie als Experten der Medienbildung hätten dann auch die Möglichkeit, sich diese Entwürfe genau anzugucken und aus Ihrer fachlichen Perspektive und vor dem Hintergrund Ihrer Erfahrung da auch noch Hinweise zu geben. Also es ist eine Art Anhörung, die interaktiv ausgerichtet ist. Und es besteht damit auch die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen auf die Endfassung der Rahmenlehrpläne und auch des Basiscurriculums Medienbildung. Es gibt zwei Basiscurricula, eins für Medienbildung und eins für Sprachenbildung. Auch das ist eine Neuerung, dass Medienbildung erstmalig dann auch verbindlich für zwei Niveaustufen, für zwei Altersstufen im weitesten Sinne auch konkrete Kompetenzerwartungen festsetzt, festlegt hier im Land. Und ich denke, das wird unser aller Bemühen um die Förderung der Medienkompetenz gerade im schulischen Bereich auch entsprechend befördern und eine sinnvolle und notwendige Rahmung für das Ganze darstellen. Der zweite Aspekt ist das Thema OER. Die Abkürzung steht für Open Educational Resources. Das ist so ein Buzzword, was uns seit einiger Zeit umtreibt, was, denke ich, auch bei Ihnen sicherlich schon angekommen ist. Es steht, ich zitiere nochmal eine Publikation, die die MABB, die ja auch Mitveranstalterin der Netzwerktagung ist, letztes Jahr veröffentlicht hat. Der Autor ist John Weizmann. Er schreibt dort, OER steht für Lehr- und Lernmaterial, die ungehinderter genutzt, kopiert, verändert und wieder veröffentlicht werden können als herkömmliche Lehr- und Lernmaterialien. Diese Broschüre zu OER, das kleine Heft, ich habe es jetzt hier in meinem Rucksack, ich habe es jetzt doch nicht in der Hand, aber Sie kennen, das ist so ein kleines Quartheft, was sehr gut illustriert wesentliche Grundfragen zum Thema OER beantwortet. Das liegt in einer Neuauslage vor und ist unten auch am Tresen mitzunehmen. Was ist das Partizipative an OER? Bei den Bildungsmedien sind ja momentan die Bearbeitung und Weitergabe eher nicht erlaubt. Da stehen urheberrechtliche Barrieren im Weg. Bei den freien Bildungsmedien ist das anders. Das heißt, da kann man dann auch entsprechend die Materialien für die konkreten Bedarfe der jeweiligen Lerngruppe anpassen. Auch das eine Form von Partizipation. Und insgesamt können die Wissensbestände eben kollaborativ, arbeitsteilig mit Kolleginnen und Kollegen perspektivisch weiterentwickelt und optimiert werden. Durch OER entsteht so ein wachsender Fundus von neuen Versionen und besonderen Mischungen einzelner Module. Lernende können damit eben auch kollaborativ Verantwortung für ihr eigenes Lernen übernehmen. In diesem Sinne hat dann Partizipation bei OER wirklich Methode. Gut, ich möchte mich abschließend noch bedanken für all diejenigen, die dieses Mal die Netzwerktagung wieder unterstützt haben. Die Medienanstalt habe ich genannt, die Filmuniversität möchte ich auch nochmal meinen Dank aussprechen. Dann den Rundfunk Berlin-Brandenburg, den Landesfachverband Medienbildung und das Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg, das LISUM in Ludwigsfelde. Ihnen allen mein herzlicher Dank. Ich wünsche Ihnen allen einen interessanten Verlauf der heutigen Veranstaltung. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Hahn, Referent für Bildungsmedien, nicht wie hier noch steht, Ministerin für Bildung, Jugend. Die Folie müssen Sie dann zumindest im Kopf aktualisieren. Ja, ich möchte aber auf zwei Dinge dann doch nochmal eingehen, die Sie jetzt hier gerade erwähnt haben. Stichwort Wahlbeteiligung. Da gab es ja wirklich eine Premiere für die 16- und 17-Jährigen bei der Landtagswahl im September. Ich würde sagen, Premiere ziemlich vergeigt, muss man ja mal sagen. Es gab Jugendliche, die mit dem Ministerpräsidenten Woidke gewettet haben, dass mehr dieser Jungen und Erstwähler zur Wahl gehen, als es die Wahlbeteiligung der gesamten restlichen Wahlberechtigten war. Sie haben es selber gesagt, mit diesen knapp 41% ist man da doch deutlich drunter geblieben. Schade nur, dass der Ministerpräsident gewettet hat, dass das auch so kommen wird. Ja, das ist ja auch eine Einschätzung, die anscheinend nicht ganz unrealistisch war, aber vielleicht nicht unbedingt die beste Motivation an dieser Stelle. Aber eine andere Sache, die Sie angesprochen haben, möchte ich auch nochmal erwähnen. Und zwar hatten Sie ja nochmal davon gesprochen, sozusagen die
Partizipation, die wir jetzt die ganze Zeit hier besprechen, die geht ja schon gar nicht mehr vom technischen Netzzugang aus, sondern jetzt sind wir ja schon einen Schritt eigentlich weiter. Jetzt hat gerade gestern der Telekom-Chef Höttges angekündigt oder beziehungsweise gefordert, dass die DSL-Preise auf dem Land erhöht werden sollten. Und das Zitat daraus ist eigentlich für uns hier in Brandenburg, glaube ich, in der Fläche dann doch ziemlich brenzlig, wenn er also argumentiert, abseits der urbanen Räume wäre es prinzipiell wirtschaftlich sinnvoll, wenn wir unsere Großhandelspreise für die Wettbewerber und das Endkundenangebot nach den Kosten ausrichten könnten. Dann würden sich Investitionen abseits eng besiedelter Gebiete etwas mehr lohnen. Aber das ist Theorie. Ich setze eher auf regionale Zuschüsse und da dürfte dann demnächst der Infrastrukturminister wahrscheinlich schon wieder die Alarmglocken hören oder der Wirtschaftsminister. Ich setze also eher auf regionale Zuschüsse für den Netzausbau als auf Tarifzuschläge auf dem Land. Naja, und wer die Situation mit den weißen Flecken hier kennt und angekündigt war noch unter dem alten Wirtschaftsminister bis 2015, will man also auch das Turbo-Internet bis in die letzte Meile geschafft haben. Ich bin gespannt, aber es ist natürlich auch noch mal interessant zu hören, wenn Sie gesagt haben, diese ganze Thematik findet auf Seite 65 statt. So viel aber an dieser Stelle dazu. Ich begrüße jetzt die auch schon öfter erwähnte Medienanstalt Berlin-Brandenburg und dort ist im Medienrat als Mitglied die Fernsehjournalistin Bärbel Romanowski-Sühl. Herzlich willkommen. Danke. Es ist ganz klar zu sagen, Sie haben es angesprochen, ich bin absolut gegen ein Zwei-Klassen-Internet. Ich glaube, Sie alle auch. Das darf es einfach nicht geben. Ich glaube, für die Leute, die gerade bei uns in Brandenburg in der Fläche kein Geld mehr haben, um sich eine Tageszeitung zu kaufen, für die kann es doch nicht sein, dass das Internet möglicherweise auch noch mehr Geld kostet. Also das dürfen wir einfach nicht zulassen. Und da müssen wir irgendwie auch alle zusammenhalten. Meine Damen und Herren, ich würde ganz gerne Ihnen erzählen, was ich heute früh um 17:30 gesehen habe in NTV. Es gab ein Stück, das seit Tagen durch die Presse geht. Da geht es um einen kleinen Jungen im Kugelhagel in Syrien, der dort ein kleines Mädchen, glaube ich, rettet. Diese Bilder haben Faszinationen ausgelöst und jetzt stellt sich raus, das ist ein Fake. Ein norwegischer Regisseur ist beigegangen und hat gesagt, wir wollen dieses Problem mal thematisieren und hat diese Szene mit einem Team von 25 Leuten gedreht auf Malta und hat es richtig inszeniert. So, was hat es mit Medienkompetenz zu tun? Ich denke, das ist so ein Schlüsselerlebnis. Wir gehen alle relativ unbefangen, oder meine Generation jedenfalls, an Informationen ran. Ich komme aus einem Land, wo es eine überschaubare Anzahl von Tageszeitungen gab und wir haben gelernt, was in der Zeitung steht, ist wahr. Wir haben das nicht groß überprüft in der DDR. Wir hatten zwei Fernsehstationen. Im Westen, glaube ich, hattet ihr früher auch zwei Fernsehstationen. Und was da abends in der Tagesschau oder aktuellen Kamera kam, das haben wir für bare Münze genommen. Die Zeiten sind längst vorbei. Die waren auch damals nicht richtig, by the way, im Nachhinein gesehen. Und deshalb finde ich, dass Medienkompetenz, dass das Schlüsselverständnis, dass der Zwang darüber, dass wir selber Verantwortung tragen, uns darüber zu informieren, kann ich dem glauben, muss ich das nochmal überprüfen, wie muss ich das sehen, wie muss ich das einordnen, Medienkompetenz zu erlangen für uns, das A und O ist. Ich habe Ihnen schon gesagt, als ich 1977 an der Karl-Marx-Universität das Diplom machte, da war die Medienwelt ganz anders strukturiert. Wir haben noch auf Film gedreht. Heute sind die Medien blitzschnell. Jeder kann irgendwas ins Internet stellen. Und deshalb hat auch die Medienanstalt Berlin-Brandenburg zu einem ihrer Hauptthemen das Erlangen von Medienkompetenz gemacht. Ich glaube, ich muss Sie darüber nicht aufklären, das wissen Sie zum Teil besser als ich, dass das Netz unglaubliche Möglichkeiten schafft. Während ich zum Beispiel früher mit Schreibmaschine, Zettel und Bleistift rumgezogen bin, habe ich heute ein iPhone, ein Tablet, ich habe zu Hause drei Fernseher. Ich kann mich praktisch an jedem Ort der Welt über alles informieren, so ich denn ein Netz habe. Und das ist wichtig für mich als freie Journalistin. Gleichermaßen weiß ich um die Gefahr. Gleichermaßen weiß ich auch, darauf möchte ich auch nochmal zu sprechen kommen, weil wir ja hier mit vielen jungen Leuten zu tun haben, wie groß die Gefahr ist, im Netz auch verunglimpft zu werden.
Sie wissen, das geht manchmal bis hin zum Selbstmord, dass Leute nicht mehr aushalten, diesen Shitstorm, der über sie herabprasselt. Und deshalb finde ich, ist es ungemein notwendig, praktisch schon zu Hause zu beginnen, dann in der Schule weiterzumachen, im Kindergarten in der Schule weiterzumachen und sein Leben lang nicht aufhören zu lernen, Quellen zu bewerten und gezielt zu suchen. Wir sind zusammengekommen und da muss ich mich bei Frau Stürmer bedanken, beim Ministerium bedanken. Ich rede auch zum dritten Mal hier, weil wir es für ganz wichtig halten, hier an diesem wunderbaren Standort sozusagen eine Veranstaltung zu machen, die in der Fläche im Land inzwischen gut angenommen wird. Und wir wollen Ihnen Lust und Mut machen zum Erfahrungsaustausch. Unter uns, glaube ich, sind Nerds, unter uns sind aber auch Normale und Stinos, wie man so sagt. Und ich glaube, wir haben alle einen unterschiedlichen Stand bei Nutzung der Medien. Lassen Sie uns darüber reden, lassen Sie uns das austauschen. Wir haben, das sagte ich schon, in der Medienanstalt Berlin-Brandenburg, sollte ich Ihnen vielleicht noch mal kurz erklären, als der private Rundfunk in Deutschland gegründet wurde, da musste sozusagen eine neue Anstalt her, das sind die Medienanstalten in den Ländern, um zum Beispiel die Frequenzen zu vergeben an Rundfunkanstalten, um sich um Medienbildung und Medienkompetenz zu kümmern. Und wir haben inzwischen, Frau Kühnel ist hier, unsere Dame für die Projekte in jedem Jahr, ich weiß nicht, wie viel es sind, wie viele Projekte fördern wir jedes Jahr? Also Förderungen sind es 40 ungefähr. Fördern wir 40 Projekte, die Sie bei uns einreichen können. Wir sind dann angehalten, nach bestimmten Kriterien zu gucken, können wir sie fördern oder auch nicht. Wir haben also diese Projekte jedes Jahr auf dem Schirm und sind sehr stolz darüber, dass wir so unseren Anteil leisten. Als Ministerium gewandt, Herr Kaden, muss ich Ihnen auch sagen, dass wir, das ist mit Politik ja manchmal gar nicht so einfach, in Brandenburg ist es aber einfach, seit 2012 eine Rahmenvereinbarung haben, die hervorragend klappt und heute vergeben wir zum dritten Mal einen Förderpreis. Wir haben insgesamt eine Summe von 20.000 Euro. Wir können bis zu 5 Preisen vergeben und lassen Sie sich überraschen, was um 13 Uhr passiert, im großen Kinosaal nämlich. Ich sollte Ihnen noch sagen, dass es nicht nur einen sehr schönen, kleinen, lustigen Film über die Preisträger des letzten Jahres geben wird, sondern dass auch Johnny und Tanja Häusler aus ihrem Buch Netzgemüse lesen können, die sich damit befassen, mit der Aufzucht, Pflege und Fortbildung der Generation Internet, das kann ganz spannend werden. Zum Schluss will ich Ihnen sagen, dass ich stolz auf uns alle bin, dass wir es geschafft haben, diesen Medienstandort in Brandenburg inzwischen weltweit bekannt zu machen. Ich denke an Sie, Frau Professor Stürmer von der Universität. Ich denke an uns, die MABB und das Medieninnovationszentrum hier um die Ecke beim RBB. Ich denke an den RBB Langebeck. Und ich denke an die Electronic Media School, wo auch wir, die MABB und der RBB, zu gleichen Teilen Gesellschafter sind. Also haben Sie viel Spaß am heutigen Tag. Wir sehen uns, würde ich mal versprechen, in einem Jahr wieder. Reichen Sie Ihre Projekte ein und sagen Sie uns vor allen Dingen, da hatte ich Gespräche im Vorhinein mit zwei Damenherren aus Lauchhammer und Senftenberg, was Sie brauchen, sodass Sie sich nicht nach uns richten, sondern dass wir uns noch künftigerweise viel mehr um ihre Belange kümmern können. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Romanowski-Schmidt.